Das Restrisiko, was ich immer habe, ist, dass ich mit einem 600 Kilo schweren Lebewesen arbeite, was ein Fluchttier ist, was ein Reaktionstier ist, was im letzten Moment einfach so schnell reagieren kann. Das ist natürlich unkalkulierbar. Es gibt Gesten, Bewegungen, Geschwindigkeiten, die die ausüben können, die sich meiner Wahrnehmung sogar entziehen können. Ein Pferd hat unter 3 Sekunden, eigentlich 3/10 zu 8/10 von einer einzigen Sekunde, eine Reaktionszeit auf einen Reiz von außen. Bei uns Menschen liegt es um die 7, 8 Sekunden. Wir sind viel langsamer. Wir müssen nachdenken, überlegen, abwägen, dann reagieren wir. Das heißt, im Zweifel sieht man die Bewegung nicht mal kommen. Und man kann einfach nur dahin arbeiten, dass man versucht, das Pferd in eine sehr ruhige Umgebung zu schaffen, in eine vorhersehbare Situation, die praktisch meiner Reaktionszeit gerecht wird, sodass ich eine größtmögliche Chance habe, richtig zu reagieren, richtig zu antworten und das Pferd auch einzuschätzen. In der Situation, in der ich ein Pferd erstmalig an der Hand habe und in ein Risiko reingehe, denke ich überhaupt nicht über das Risiko nach. Wenn was passiert, passiert's. Das ist wahrscheinlich das allergrößte Risiko, was ich eingehe. Zum Beispiel ein Pferd kommt zu mir, geht nicht auf den Anhänger, dann sagt der Besitzer, der geht nicht auf den Anhänger. Die wirkliche Phobie und was wirklich passiert, sehe ich erst, wenn ich mit dem Pferd im Anhänger bin. Wenn ich mit dem da drin bin, komme ich aber nicht mehr raus. Das heißt, ich muss sowieso das Risiko eingehen, in die Situation reinzugehen und das Pferd zu fragen, was ist die Geschichte, was ist dir passiert. Und da kann eben halt auch mal passieren, gab es einen ganz spektakulären Fall. Das Pferd hatte phobische Angst vor dem Anhänger, ist mit mir reingegangen und die Besitzer haben mir nicht erzählt, dass dieses Pferd in einem LKW in einen Gang gesprungen ist, rausgeschweißt werden musste auf der Autobahn, also wirklich ein ganz schlimmer Unfall, sondern die haben mir nur gesagt, das Pferd geht nicht auf dem Anhänger. Und dann hatte ich das Pferd im Anhänger und der ist im Anhänger, hat er angefangen zu galoppieren. Und während das Pferd angaloppiert ist, schon auf dem Weg in den Anhänger, und ich merkte sofort im Bruchteil einer Sekunde, ich kann diese Geschwindigkeit nicht kontrollieren, keine Chance, weil wenn dieses Lebewesen sagt, ich gehe, dann gehen die. Also dagegen bin ich dann mit meinen 65 Kilo natürlich leichte Beute. Und in diesem Moment habe ich intuitiv, instinktiv die Entscheidung getroffen und habe ihn einfach im Anhänger, im vollen Galopp gedreht und bin mit dem vorwärts wieder rausgerannt. Und es ist auch natürlich die Faszination, irgendwo mit diesem Risiko zu arbeiten. Ne? Das ist natürlich ein Kick. Das gibt natürlich schon Adrenalin in dem Moment. Und schaffe ich das nicht? Und das ist ja jedes Mal, wenn ich ein neues Pferd an die Hand nehme, auch eine total neue Aufgabe. Ich weiß ja selber vorher nicht, was passiert. Ich weiß das erst in dem Bruchteil einer Sekunde, wo ich das Pferd mit dem Problem konfrontiere und dann sagen muss, okay, was ist das Nächste, was wir jetzt machen müssen, damit ich dir helfen kann. Ein Pferd, was nicht in einen Anhänger geht, muss oftmals getötet werden. Und dann zu sagen, ach, ich gehe das Risiko nicht ein, bringen Sie den zum Schlachthof, das kann kein Mensch, also ich jedenfalls nicht. Weil wenn das dann passiert, dass das Pferd sich öffnet, dass sich das löst, dass das für mich jetzt riskiert, in diesen Anhänger zu gehen und mir vertraut, ist das ja auch total emotional. Also das ist ein bisschen wie schockverliebt zu sein. In dem Moment, wo der mir folgt, mit mir da reingeht, dann tut er das für mich. Und wenn wir dann rauskommen, ich bin dann oft selber in Tränen und denke, Mann, Wahnsinn, wieder so eine Seele gerettet. Ne? Ich würde niemals ein Pferd aufgeben, nie im ganzen Leben.